Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Heute haben wir etwas Schönes für euch, und zwar eine Mossberg 500A, eine Vorderschaft-Repetierflinte, wie der Deutsche sagt. Allerdings der übliche Begriff ist, denke ich, Pumpflinte oder Pumpgun. Und ja, ich könnte das natürlich jetzt auch so ankündigen mit martialischer, keine Ahnung, Geschichte und dann das Ding durchrepetieren und sagen, wow, für Home Defense das Beste überhaupt, da braucht man nicht mal Munition, weil das Geräusch schon so viel Angst macht. Aber das möchte ich gar nicht machen, denn ich möchte nicht nur die Waffe vorstellen, sondern auch mal auf diesen Ruf, den die Waffe hat, eingehen und warum das eigentlich totaler Beschiss ist und einfach blöd. Und ja, das seht ihr dann nach dem Intro. Auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht vorweg einfach mal so ein bisschen die Geschichte. Wie bin ich an diese Waffe gekommen? Das war halt echt so ein Zufall. Ich suche schon ganz, ganz lange eine Mossberg 500 mit Holzschaft, weil ich das einfach geil finde. Ich habe eine Flinte mal von einem Bekannten genau in der Konfiguration so in der Hand gehabt und habe gedacht, Alter, geil, das passt alles. Genau sowas brauchst du. Und dann war es halt so, wir waren vor 2 Wochen sonntags auf dem Schießstand, haben ja, gedreht. Halt, ihr kennt das Video, wo wir mit dem Kleinkalibergewehr geschossen haben, um zu zeigen, dass halt kleinere Ziele auch kleinere Streukreise bewirken. Ja, und da war jemand privat bei uns am Stand, der einfach ein paar Waffen, die er so nicht mehr brauchte, loswerden wollte. Und ich habe das Ding gesehen und habe gefragt, ja, was willst du denn dafür so haben? Dann hat er gesagt, so 280 Euro. Habe ich gesagt, oh, jo, da können wir mal drüber reden. Dann habe ich die kurz Probe geschossen. Habe gesagt, alles klar, da kannst du nichts falsch machen, funktioniert alles, repetiert sauber durch. Schießt Fleck, perfekt, kaufen. Habe ich dann gemacht, habe ich eintragen lassen. Ich habe auch die Waffenbesitzkarte schon wieder zurück. Also ich bin super happy, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ewig danach gesucht. Oder nicht aktiv gesucht, kann man nicht sagen, aber ich wollte so eine schon ganz lange haben und dann ist sie mir so zufällig über den Weg gelaufen. Das sind eigentlich immer so die schönsten Sachen, wenn man irgendwas kauft und das ergibt sich so einfach aus dem Zufall raus. Das fühlt sich immer so richtig an. Kommen wir jetzt aber mal so ein bisschen zu der Mossberg 500A. Also grundsätzlich ist es schwierig, überhaupt das korrekte Modell jetzt hierfür festzustellen, weil das bei Mossberg so ist, das ist im Grunde ein Baukastenprinzip und man kann die Einzelteile halt sehr durcheinander würfeln. Und was ich so gelesen habe, ist es halt, wie gesagt, etwas schwierig, darüber wirklich verlässliche Informationen zu bekommen, weil auch die Webseite von Mossberg nicht wirklich viel hergibt. Es ist also tatsächlich eine 500A, ja. Das kann man natürlich sehen am Modellstempel, der auf der Waffe drauf ist. Und die Konfiguration, so wie sie jetzt hier liegt, ist wohl eine ATP-8. Und das ist wohl so die Vorläuferkonfiguration von der 590, also von der ganz bekannten Mossberg 590. Das ist die, die später auch bei der US Army eingeführt wurde. Und ja, also so in diese Richtung geht das. Ne? Bei der 590 und auch eigentlich bei der ATP-8 ist vorne noch eine Aufnahme fürs Bajonett dran. Die ist jetzt hier nicht dran. Vielleicht hat man die mal entfernt oder sie war nie dran. Das weiß man halt alles nicht. Also ich sage, es ist eine Mossberg 500A ATP-8 vermutlich. Aber wer vielleicht sich besser auskennt mit Mossberg-Flinten, ich nehme da auch noch gerne Tipps unten in den Kommentaren entgegen und bin da auch sehr dankbar für, weil ich wirklich nicht so viele Informationen gefunden habe und ich wollte mir jetzt auch nicht ein Buch kaufen oder so. Und insofern, wenn du Infos hast, immer rein damit. Dann wird sicherlich auch die Frage auftauchen, warum hast du dir gerade eine Mossberg 500A gekauft? Warum wolltest du die unbedingt haben? Oder Mossberg 500, könnte man auch sagen. Ja, vorweg, es gibt nicht die perfekte Flinte. Es gibt nur immer die perfekte Flinte für das, was ich machen will und für das, was ich was ich für wichtig halte. Und andere haben eben andere Prioritäten. Aber für mich ist die Mossberg 500 die perfekte Vorderschaft-Repetierflinte. Ne? Und wie gesagt, andere mögen das anders sehen. Aber für mich ist es einfach ein geniales Stück Technik. Und das ist auch was ich heute so ein bisschen mal zeigen will, wie cool das eigentlich ist, was man sich da ausgedacht hat. Und auch mal so ein bisschen mit diesem schlechten Ruf dieser Flinten aufräumen, denn letztendlich, es sind einfach nur Repetierwaffen, ja, die eben leider in Film und Funk immer sehr gerne martialisch dargestellt werden, was sie aber im Grunde überhaupt nicht sind. Ne? Und sie haben auch waffenrechtlich eine Sonderrolle, da komme ich auch später noch zu, aber jetzt vielleicht einfach mal zur Flinte selber, warum finde ich die so gut? Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist das so, wenn man die Flinte das erste Mal in die Hand nimmt, dann denkt man so, man hört es vielleicht,
Ne? Was ist das für ein Scheiß? Was hast du hier für einen Scheiß gebaut, von Klapprigkeit her? Ne? Also die klappert schon und so. Das heißt, da muss man natürlich, wenn man damit jagen geht, tatsächlich auch aufpassen, dass man eben keine Geräusche macht. Das ist aber kein Problem, wenn man ein bisschen drauf achtet. Aber diese Klapprigkeit, das ist quasi kein Bug, das ist ein Feature. Denn die Mossberg 500 ist halt so gebaut, dass man im Grunde große Toleranzen hat. Das heißt, die kann auch wirklich mal in den Dreck fallen. Und ich kann danach immer noch repetieren. Ja, kann also immer noch sauber repetieren danach, wenn ich die so ein bisschen ausgeschüttelt habe. Und was ich auch super geil finde an der Flinte, die hat halt keine geschlossene Ladebucht, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also die ist halt offen. Ich zeige es mal eben hier. Kann man also, wenn die mal in den Dreck gefallen ist, auch einfach schütteln und dann geht's wieder. Dann kann ich auch wieder was laden. Ne? Und auch noch so eine Besonderheit von der Mossberg 500 ist, sie hat zwei Auszieherkrallen. Falls eine Auszieherkralle mal abbricht, ist es auf jeden Fall so, dass ich auf jeden Fall die Patrone noch rausrepetieren kann, weil dass beide Auszieherkrallen brechen, das ist eben relativ unwahrscheinlich. Ne? Und das sind halt so Features, die finde ich einfach geil. Hinzu kommt natürlich die Bedienung, also du nimmst sie in die Hand und es fühlt sich einfach perfekt an. Hier die Arretierung, also dass man quasi die Verriegelung lösen kann, ne? Die ist genau am richtigen Platz, da macht man einfach einen Finger hin. Schon kann man die Arretierung halt überbrücken und dann rausrepetieren, falls sie halt arretiert ist. Da sage ich auch gleich noch was zu. Die Sicherung ist oben wie bei einer, wie bei einer Bockflinte. Einfach ein Schieberegler, den man mit dem Daumen bedient. Und das ist natürlich eine Sache, die finde ich mega, weil ich hasse diese Sicherung, wo man hier so vorne hingreifen muss. Quasi noch vor den Abzugsbügel oder so oder hier irgendwie rumfuckeln muss am Abzug. Finde ich immer ein bisschen komisch und ich mag halt diese Bedienung, mache ich einfach lieber. Also man macht wirklich halt einfach klack, klack. Ne? Also super Sache, gefällt mir. Ja, dann speziell bei dieser Konfiguration ist es auch so, man hat halt einfach ein Perlkorn. Mir persönlich reicht das bei Flinten absolut aus. Und man kann auch nur mit einem Perlkorn, wenn man eben richtig in den Anschlag reingeht und über die Schiene visiert, mit dem Perlkorn sehr präzise schießen. Ne? Also ich sag mal, so eine Flinte ist jetzt eh nicht für große Distanzen gemacht, sondern halt für eher kleinere Distanzen. Und da reicht das Perlkorn auch absolut für aus. Also man kann auf 25 Meter, wenn man Slugs schießt, kann man ungefähr einen faustgroßen Streukreis halten, auch nur mit dem Perlkorn. Und die schießt auch wirklich fleckig. Ich habe es schon ausprobiert, ist einfach also wirklich absolut in Ordnung. Die Mossberg gibt es natürlich in ganz verschiedenen Konfigurationen. Ich sagte es bereits, also es gibt halt auch Konfigurationen, wo man eben nicht nur ein Perlkorn hat, sondern wo man halt auch eine Ghostring-Visierung hat oder halt teilweise auch mit Red Dot kann man auch, es gibt auch halt Montageschienen natürlich dafür und so weiter. Ja, wo wir gerade schon mal ein bisschen auf die Verriegelung eingegangen sind, wie verriegelt die Flinte? Das ist auch eine Besonderheit von Mossberg, die verriegelt nämlich nicht im Systemkasten, der ist aus Aluminium, der wird also als Verriegelung nicht besonders zuverlässig funktionieren, sondern der Verschluss verriegelt im Lauf. Also hier vorne am Lauf, das werde ich auch nochmal zeigen gleich, ist also quasi eine Einbuchtung und da geht die Verriegelung vom Verschluss rein und der Verschluss verbindet sich dann quasi mit dem Lauf, ist dann verriegelt, dichtet natürlich hinten dann gegen den Boden der Patrone ab und dann geht die Energie natürlich beim Schuss vorne raus. Und das funktioniert sehr zuverlässig und sehr gut und hat auch einige Vorteile, denn Aluminium ist natürlich wesentlich leichter als Stahl und die Flinte ist auch, muss ich sagen, relativ leicht. Und all diese Kernfeatures, die haben natürlich dann dazu geführt, also hier zum Beispiel die großen Toleranzen, die einfache Bedienung, die doppelte Auszieherkralle und so weiter. Das hat halt alles dazu geführt, dass das hier im Grunde die erste Flinte war, die die strengen Qualitätsstandards der US Army erfüllt hat und dann tatsächlich auch als Waffe von der US Army übernommen wurde. Andere Flinten haben diesen Qualitätscheck zu der Zeit nicht geschafft und deswegen ist Mossberg schon so einen Ruf von sehr haltbar zu sein und also auch wirklich eben robust. Ne? Ja, vielleicht nochmal zu den speziellen Features jetzt von genau dieser Waffe. Das war jetzt eher so ein bisschen allgemein über die Mossberg 500 Reihe und auch über die 590er. Das trifft darauf ja auch weitgehend zu. Das hier ist jetzt in der Konfiguration 20 Zoll Lauf, also 51 cm Lauf. Kaliber ist 12,76, also halt Magnum-Beschuss. Ne? Und Holzschäftung, was mir persönlich wichtig war und auch gut gefällt. Ich mag das nicht, wenn
die Flinten so nach diesem so plastikmäßig aussehen. Ich finde halt wirklich diese alten Holzschäftungen finde ich sehr schön. Ich finde die sehr schick. Aber das ist halt wirklich eine Geschmacksfrage. Das mag jeder anders sehen. Also die einen haben da so eine Vorliebe und ich mag eben so hier dieses alte, etwas gebraucht aussehende Holz. Zur Magazinkapazität, also das Magazin bei einer Repetierflinte und auch bei einer Selbstladeflinte ist ja hier das Magazinrohr. Ne? Und hier in dieses Magazinrohr gehen 8 Schuss und in der Kammer kann man natürlich noch dann eine 9. Patrone laden, also hätte man halt 8 plus 1, also 9 Schuss. Und das ist natürlich schon ein recht großer Munitionsvorrat, den man hat. Und ja, also mir wäre jetzt die Länge von der Tube, wäre mir jetzt nicht ganz so wichtig gewesen, aber es ist halt dran. Und ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es eine ATP-8 ist, denn die ATP-8 ne, hat eben ein 8er Magazinrohr. Einziges Manko, was mich ein bisschen stört, ist der Lauf ist nicht mit einem Wechselschub versehen. Das heißt, der hat, ich vermute, eine Zylinderbohrung. Ich werde gleich auch nochmal mit euch auf den Schießstand gehen. Dann testen wir mal die Deckung von der Schrotmunition hier, die ich mir zur Krähenjagd geholt habe. Um einfach auch mal zu zeigen, wie die Deckung von so einer Schrotpatrone auf 25 Meter ist. Jetzt habe ich schon natürlich relativ viel erzählt, aber ich wollte ja auch auf jeden Fall nochmal euch die Technik erklären, die da so ein bisschen dahinter steht. Und es ist wie gesagt eine Vorderschaft-Repetierflinte, wie man im Deutschen sagt. Ich finde das Wort sowas von bescheuert. Aber nun ja, so heißt es nun mal im Behördendeutsch. Also wie funktioniert das grundlegend? Also ich habe es ja schon gerade so ein bisschen angedeutet. Man hat hier ein Magazinrohr und da sind natürlich hier die Schrotpatronen drin. Ne? So, die sind da so drin. Und ja, man muss natürlich durch den Repetiervorgang, indem man halt den Vorderschaft nach vorne und hinten bewegt, kann man halt die Patronen hier rausziehen und dann müssen die ja irgendwie nach oben kommen. Denn hier oben ist ja der Lauf. Ne? Das heißt, es muss ja irgendwie gesteuert werden, dass die Patrone hier rauskommt und dann irgendwie nach oben transportiert wird und dann wieder nach vorne bewegt wird, um sie dann halt abfeuern zu können. Und das ist eine wirklich ganz interessante Technik, die hier ja, umgesetzt wurde. Und deswegen finde ich auch es ein bisschen schade, dass diese Flinten eigentlich auch so einen eher negativen Ruf haben. Und ich kann auch eigentlich gar nicht verstehen, warum. Weil es wirklich ein sehr gutes Stück Technik ist, das eigentlich wirklich cool ist und wirklich genial ist. Und es ist faszinierend, dass man das ja schon vor, keine Ahnung, wann hatte man die ersten Vorderschaft-Repetierflinten? Ich schätze mal so Mitte 1800, Ende 1800, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so mit historischen Feuerwaffen, bin ich nicht so vertraut. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wann ungefähr so die ersten Vorderschaft-Repetierflinten aufgekommen sind. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass es diese Technik über 100 Jahre gibt. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, also wirklich cool, dass man schon, sag ich mal, sehr lange diese Technik beherrscht hat. Weil das so vom Ablauf her ja schon, sag ich mal, es sind halt einfach ein paar mechanische Probleme zu lösen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mir hier ein paar Dummy-Patronen gemacht, die hier seht, da ist also nichts drin. Die sind so, das sind abgefeuerte alte Patronen, die ich zugeschnitten habe. Wenn ihr sowas selber macht, also euch selber Dummy-Patronen baut, dann ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, die mal testweise erstmal vorsichtig in die Kammer einzuführen und zu sehen, ob die auch wirklich reinpasst. Denn wenn ihr, sage ich mal, eine Patrone einführt, die schon abgeschossen wurde und je nach Patronenlager weiten die sich dann ja unterschiedlich, ne? Und können dann halt unter Umständen in die Waffe halt nicht mehr reinpassen. Ne? Deswegen, hier habe ich mal eine, die definitiv nicht passt. Ja? Legt die einfach mal vorsichtig rein und dann zieht ihr mal zu, ganz vorsichtig. Und dann merkt man schon, oh, hier geht's nicht, ne? Und ich komme nicht weiter und dann weiß man direkt, okay, das passt nicht. Und bevor man die halt reinrammt und dann hinterher nicht mehr rauskriegt, das ist nämlich mega ätzend, so, lässt man es dann, ne? Und hier habe ich jetzt aber mal ein paar rausgesucht, die halt ohne Probleme halt in dieses Patronenlager noch reinpassen. Und dann sieht man direkt, also man kann auch wirklich hier ohne großen Aufwand, ne? Zack, verriegelt, an die Verriegelung auch ohne großen Aufwand, man sieht es, also ist überhaupt kein Problem. Ne, und dann eben wieder raus repetieren. Und dann hat man halt im Grunde mal so ein paar Testpatronen, wo man auch den Ladevorgang mal mit üben kann. Ne? Also wie lädt man zwei Patronen gleichzeitig zum Beispiel, ist so eine Geschichte.
Und anhand dieser Dummy-Patronen zeige ich euch jetzt mal, wie dieser Ladevorgang überhaupt funktioniert. Und dafür setze ich mir mal richtig schön assi die GoPro auf den Kopf, damit ihr das mal aus meiner Perspektive seht und auch einfach mal ein bisschen mehr von dem Vorgang mitbekommt. So ist die Flinte im Grunde im sicheren Zustand. Der Verschluss ist hinten. Ladelöffel ist in diesem Fall dann oben, sodass ich halt nichts laden kann. Um die Flinte zu laden, muss ich aber natürlich erstmal hier den Verschluss nach vorne bringen. Das ist bei, ich glaube, allen Pumpflinten so. Dann lade ich jetzt mal eine Patrone. So, und jetzt drehe ich die Flinte mal um, weil wenn ich die, umgedreht halt euch das zeige, dann funktioniert das nicht. Drücke jetzt die Entriegelung, dass ich den Verschluss bewegen kann und ziehe den mal ganz langsam zurück, wirklich so Stück für Stück. Und ich hoffe, ihr seht es irgendwie auf der GoPro-Aufnahme. So, ich leuchte mal mit der Lampe rein, dann sieht man das besser. Jetzt kommt der Ladelöffel, kommt jetzt nach oben, kommt jetzt von oben nach unten. Sieht man jetzt. Und wenn ich jetzt den Verschluss noch weiter nach hinten bewege, dann poppt die Patrone raus. So, und jetzt bin ich ganz hinten und wenn ich jetzt den Verschluss wieder nach vorne bewege, dann geht dieser Ladelöffel, der geht dann nach oben, sieht man jetzt hier. Und dann kann ich die Patrone ins Patronenlager reinladen. Zack, das wäre jetzt so. Und dann kann ich halt schießen. Interessant ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel schieße, hier achtet mal auf den Entsperrriegel. Ich drücke jetzt mal ab. Oh, ich habe gesichert natürlich. So, ich drücke jetzt ab, achtet mal auf den Entsperrriegel. Dann ist der, wenn der Schlagbolzen nicht mehr gespannt ist, ist der unten. Das heißt, ihr habt auch tatsächlich, wenn der Verschluss geschlossen ist oder auch nicht geschlossen ist, ihr habt halt die Möglichkeit, an dem Entsperrriegel zu fühlen, ob der Schlagbolzen gespannt ist oder nicht. Das heißt, nur wenn der raussteht, ist der Schlagbolzen auch gespannt. Das ist also auch noch eine sehr gute Geschichte, finde ich, weil man halt wirklich eben auch genau weiß, ob der Schuss jetzt gebrochen ist oder nicht. Ne? Falls man mal, keine Ahnung, vergisst zu entladen oder so, kann man zumindest von außen schon mal sehen, ob der Schlagbolzen gespannt ist, wenn der Verschluss zu ist. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber schon irgendwie auch interessant. Ne? So, jetzt wisst ihr, wie eine Vorderschaftsrepetierflinte grundlegend funktioniert. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück Technik. Also ich finde es wirklich mega cool, wie das alles so ineinander spielt. Und schon cool, dass man halt im Grunde schon sehr lange sowas bauen kann und das auch funktioniert. Zum Reinigen vielleicht noch einen kurzen Tipp. Also das ist super mega einfach. Also entweder zieht man einfach hier durch das Fenster eine Bohrsnack durch oder man baut einfach den kompletten Lauf aus. Ist auch kein Problem. Dazu führt man den Verschluss nach hinten. Dreht hier oben einfach das Ding ab, diese Schraube löst man und dann kann man einfach den kompletten Lauf rausziehen, sauber machen, umgekehrt wieder reinsetzen. Zeige ich jetzt nicht, ist wirklich total easy peasy und es gibt tausende von Videos, wie eine Mossberg zerlegt wird. Und ich glaube, der Ken von Deutsche Schützen, den Kanal kennt ihr sicherlich auch, der hat, glaube ich, auch eine Mossberg. Und ich glaube, der hat auch schon mal ein Video gemacht zum Zerlegen der Mossberg. Und falls ihr deutschen Content sucht, wie das funktioniert, schaut einfach mal bei ihm vorbei und er erklärt euch das da. Ja, wie ist die politische Stellung dieser Flinte? Dummerweise wird es nicht als Repetierwaffe bewertet, sondern als Selbstlader. Also rechtlich gesehen wird es behandelt wie ein Selbstlader, das heißt Kategorie B. In Deutschland ist das ja so, die Waffen sind in Kategorien eingeteilt. Kategorie A ist halt verbotenes Zeug, also halt Vollauto und so. Kategorie B sind Halbautomaten und Kurzwaffen, ganz vereinfacht dargestellt. Und eben auch Repetierflinten. Und Kategorie C sind dann zum Beispiel Repetierbüchsen. Ja? Und Kategorie D sind dann halt zum Beispiel Einzelladerflinten, so Bockflinten und so, gelten als Einzelladerflinten, obwohl die halt zwei Läufe haben. Aber jeder Lauf wird einzeln geladen, deswegen Einzelladerflinte, Kategorie D. Und letztendlich, das ist im Grunde nichts anderes als eine Repetierbüchse. Es gibt nämlich auch Vorderschaft Repetierbüchsen. Das heißt halt im Grunde Vorderschaft Repetierer mit einem gezogenen Lauf, wo eben auch ein Büchsengeschoss reingeht und eben keine Schrotmunition oder ein Slug oder so. Ne? Und die sind Kategorie C.
Aber sobald da ein Flintenlauf drin ist, ne, und das Ganze als Flinte bewertet wird, als Vorderschaft repetiert Flinte, ist es auf einmal Kategorie B. Und das ist auch wieder so ein Ding, das ist einfach total unlogisch, weil was macht diese Waffe jetzt bitte gefährlicher als eine Büchse, die genauso ist wie diese Waffe hier, ja, wie eine Vorderschaft repetiert Flinte, aber eben halt ein Büchsenkaliber hat. Ne, technisch gesehen ist es überhaupt kein Unterschied, außer dass da eben ein anderer Lauf dran ist. Ne? Aber ansonsten gibt es keine Unterschiede, bis auf die öffentliche Wahrnehmung solcher Waffen. Und das ist halt wieder so ein richtiger, richtig schöner Mindfuck. Ja? Und auch die Politik ist da natürlich schön hinterher mit sowas, weil das ist ja hier so voll gefährlich und so. Ne? Das ist totaler Bullshit. Eine Repetierbüchse ist von der Energie her gesehen, ne? Einer Flinte durchaus überlegen. Ne? Ich meine, klar, ich kann natürlich hier auch ein Flintenlaufgeschoss reinpacken. Das ist natürlich auch mega krass und so. Ne? Also von der Energie her ist es schon ordentlich. Aber eine Büchse, ein Büchsengeschoss zum Beispiel, ist A, präziser. Ja? B, fliegt auch stabiler. Also ein Slug wird ab 100 Meter nicht mehr besonders präzise sein. Ein Büchsengeschoss ist viel, viel weiter präziser. Das, denke ich, weiß jeder. Und deswegen ist es totaler Mindfuck, dass sowas hier quasi als gefährlicher bewertet wird als eben eine Vorderschaft repetiert Büchse. Und ganz ehrlich, es ist sogar völlig egal, ob das eine Vorderschaft Repetierer ist oder ein ganz normaler Repetierer mit Kammerstängel und so. Ne? Da ist letztendlich ist das überhaupt kein Unterschied, weil es eben nun mal kein Halbautomat ist. Ja? Nur weil sowas hier irgendwann mal vor 20 Jahren bei irgendeinem Raubüberfall benutzt wurde und dann natürlich übrigens keine legale registrierte Waffe, sondern natürlich ein illegaler Püster, wird das politisch anders bewertet. Das ist wieder so richtig total unlogisch. Ne? Und ich finde das auch wirklich dumm, dass da quasi auch von den Skisportverbänden teilweise ein Abfuck gemacht wird. Ne? Hier der BDS Niedersachsen zum Beispiel hat jetzt irgendwie nochmal so ein Schreiben rausgebracht oder was, dass wer Vorderschaft Repetierflinten beantragt, also Jäger trifft das natürlich nicht, weil wir können ja Langwaffen im Grunde kaufen, wie wir wollen, aber bei den Sportschüssen ist das halt so, dass man diese Waffen nur mit Voreintrag bekommt, weil sie eben Kategorie B-Waffen sind. Ne? Und da muss ich dann natürlich auch ein skisportliches Bedürfnis nachweisen. Das heißt, ich muss meinem Verband einen Bedürfnisantrag stellen. Und dieses Bedürfnis beim Verband wird vom Verband nur befürwortet, wenn man in Niedersachsen, NRW glaube ich übrigens auch, mindestens eine Meisterschaft auf Landesebene mitgeschossen hat. Das heißt, da werden auch schon wieder irgendwelche Forderungen seitens der Verbände erhoben, die quasi absolut unlogisch sind. Die sind genauso unlogisch, wie die Einordnung dieser Waffen speziell in Kategorie B. Ne, das ist also wirklich, es ist letztendlich einfach nur eine Repetierwaffe und warum muss man es sich so schwer machen? Und warum machen quasi die Skisportverbände danach eine künstliche Hürde auf? Das habe ich bei einer Pistole auch nicht, den Scheiß. Ja, und eine Pistole zum Beispiel ist für Kriminelle zum Beispiel wesentlich interessanter. Und überhaupt, ich meine, die Dinger sind doch registriert, ja. Und wir kennen doch alle die Zahlen, was mit registrierten Waffen passiert. Das ist absolut marginal und statistisch irrelevant. Und trotzdem machen sogar die Skisportverbände so einen Abfuck. Also ja, das so ein bisschen zur politischen Situation. Und bevor ich mich hier jetzt noch aufrege, sehen wir uns gleich auf dem Stand wieder. Und wir gucken einfach mal hier so ein bisschen. Ich habe mir Super Speed Generation 2 von Winchester geholt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe mich beraten lassen im Jagdladen. Ich war bei Waffenbäcker in Hagen. Sehr netter älterer Herr, sag ich mal, der sicherlich auch gut Erfahrungen hat, weil er auch selber Jäger ist, meine ich. Und ja, toller Laden. Also wer in Hagen wohnt und in der Nähe, kann auch da einfach mal vorbeifahren. Der Laden, wo ich sonst immer kaufe, nämlich in HEMA, die haben Urlaub, deswegen bin ich nach Hagen gefahren. Ja, und ja, Kaliber 12-70, 36 Gramm Vorlage und 3 mm Schrote. Also ich bin gespannt und wir gucken einfach mal jetzt auf dem Schießstand, wie die Deckung ist. Und dann erzähle ich vielleicht noch mal generell ein bisschen was zu dem Thema Deckung, Schrot und so weiter. Und danach sehen wir uns wieder und dann finde ich sicherlich noch mal ein paar abschließende Worte. So Leute, jetzt sind wir hier auf dem Schießstand und wir werden jetzt mal einen Schuss machen mit der Munition, die ich gekauft habe, hier mit der Winchester. Das ist, wie ich schon sagte, 12-70, 3 mm Schrote mit, ich glaube, 36 Gramm Vorlage.
Also schon relativ kräftig. Und ja, ich habe mich künstlerisch betätigt und habe eine realistische Krähe gemalt, so im Stil von, ich weiß nicht, Dali oder so, keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden und das nehmen wir jetzt als Ziel. Und ich empfehle euch, wenn ihr Schrotpatronen habt und die mal mit eurer Flinte testen wollt, dann nehmt euch wirklich ein halbwegs realistisches Ziel. Macht mal einen Schuss auf die Scheibe und dann zählt einfach mal, wie viele Schrote wirklich noch im Ziel ankommen. Denn ich sagte es ja bereits, die Flinte hat leider keinen Wechselschok. Das heißt, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und bevor ich damit natürlich, sage ich mal, auf Lebewesen schieße, um die zu jagen, möchte ich natürlich sicherstellen, dass auf jeden Fall die Munition mit der Flinte harmoniert und auch genug Schrote noch im Ziel ankommen, um eben die entsprechende Wirkung zu entfalten. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch mehr erzähle zu dem Thema, machen wir es einfach so, wir geben jetzt mal einen Schuss ab und gucken uns dann mal das Ergebnis an. Ja, bevor wir jetzt wirklich schießen, erkläre ich euch noch mal kurz was zur Ladetechnik. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Erklärungsvideo, das hier vorher so gelaufen ist, auch gemacht habe. Also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, wie ihr die Flinte prinzipiell laden könnt. Ihr könnt sie unterladen. Unterladen ist das folgende. Verschluss nach vorne und dann halt einen Schuss in das Magazinrohr. Ne? Das wäre dann unterladen. Das heißt, man müsste dann erst einmal durchrepetieren, um halt den Schuss dann wirklich ins Patronenlager zu repetieren. Und die zweite Möglichkeit, die man natürlich hat, ist, man legt die Patrone durch das Fenster, durch das Auswurffenster direkt rein und repetiert dann direkt die Patrone rein. Und dann hätte man halt direkt einen scharfen Schuss. Ich habe die Waffe jetzt nochmal gesichert. Zeigt natürlich eh in die sichere Richtung. Und so wäre es jetzt, dass die Flinte sofort einsatzbereit ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten beim Laden, das wollte ich nur noch mal eben kurz erklären. Und je nach Einsatzzweck kann das eine oder das andere besser sein. Und wenn man jagdlich unterwegs ist, ist natürlich das unterladende Führen, würde ich das so präferieren, weil ich denke, das ist einfach sicherer. Ja, jetzt würde ich sagen, schießen wir einfach mal. Ich habe meine Gehörschütze jetzt mal aufgesetzt und dann repetieren wir mal eine Patrone rein und geben jetzt einen einzelnen Schuss auf die Mitte der Krähe ab, also auf den schwarzen Fleck, den habe ich da markiert und dann schauen wir mal, wie die Deckung der Patrone hier so ist. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich getroffen habe. So vom Schuss her war es, glaube ich, ganz gut. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Also man erkennt schon, dass bei einem Zylinderchoke, wie er da jetzt ja verbaut ist in der Flinte, die Streuung relativ groß ist. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das Ziel getroffen wurde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Und während hier gerade eine sehr langweilige Zählung stattfindet, fragen wir uns doch mal, was ist eigentlich mehr Punk als die Toten Hosen? Nun, auf jeden Fall Zahnzusatzversicherung und wahrscheinlich auch Bausparen. Aber auf jeden Fall Helene Fischer. Also man kann sagen, ungefähr so 40, 45 Schrote sind noch in den Wildkörper gegangen. Und wir haben auch hier natürlich in der Kammer halt auch noch Treffer. Also das wäre auf jeden Fall, hätte das ganz gut funktioniert, denke ich. Und jetzt bin ich ein bisschen beruhigter, weil ich hatte so ja, die Befürchtung, dass das einfach mit der Lauflänge und der Bohrung, dass es halt nicht so gut harmoniert. Aber ich denke, das ist schon ganz okay. Also und ich werde so und so nicht weiter schießen als 25 bis 30 Meter. Also das ist so für mich meine maximale Schrotschussdistanz. Und insofern denke ich, das sieht schon ganz gut aus. Und ja, wir machen jetzt einfach nochmal einen zweiten Schuss, um so ein bisschen zu gucken, ob ich auch gut angehalten habe beim ersten. Ja, dann gehen wir noch mal nach vorne und gucken. Ja, ich würde sagen, man sieht, Deckung passt. Also es ist im Grunde dasselbe Ergebnis wie beim ersten Schuss. Also das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Und ich kann euch nur empfehlen, macht das wirklich mal mit eurer Munition, eurer Flinte. Probiert es einfach mal aus, damit ihr auch so ein bisschen, sag ich mal, gucken könnt, wo liegen vielleicht sogar die Unterschiede bei Munition, was funktioniert nicht. Und vielleicht auch mal auf verschiedene Distanzen. Das waren jetzt hier 25 Meter, also eigentlich eine ideale Distanz, um solche Tests durchzuführen. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden und wir harren der Dinge, die da kommen. Jetzt sind wir schon wieder
vom Schießstand runter. Das ist ja quasi magisch, wie das immer hier so funktioniert. Und ja, was gibt es zu Mossberg abschließend vielleicht zu sagen? Wie gesagt, ich finde, es ist so die beste Flinte, die man sich kaufen kann. Aber das gilt eben nur für mich, ne? Das ist für alle anderen natürlich nicht, sondern es ist ja immer eine sehr individuelle Entscheidung. Und ich bin mit dieser Flinte sehr zufrieden und sehr glücklich und bin froh, dass ich sie gefunden habe. Wie gesagt, einziges Manko für mich ist eben kein Wechselschub. Das finde ich nicht so schön. Und ja, und dass es halt auch nicht so einfach ist, hier vielleicht nochmal einen Austauschlauf zu bekommen, beziehungsweise einen Wechsellauf. Ich bin gespannt, was Franconia sagt. Ich hoffe, sie können mir da weiterhelfen. Ansonsten, wer irgendwie Tipps hat, wo kriege ich einen 71 cm Lauf für Mossberg 500A her, gerne einen Kommentar schreiben. Natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, wie hat dir das Video gefallen. Ich hoffe natürlich, dass du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Teile das Video mit deinen Freunden, das ist ganz wichtig. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und die Show noch weiter unterstützen willst, schau mal auf meiner Patreon-Seite. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage nicht bis nächste Woche, denn Claudia und ich fahren am Samstag in Urlaub nach Vohenstrauß, in die Ecke Vohenstrauß, wo wir letztes Jahr beim GRA Range Day waren, weil es da einfach eine schöne Ecke ist. Wir wollen ein bisschen wandern und ein bisschen ja, uns erholen. Das haben wir uns auch verdient. 2 Wochen sind wir weg, dann gibt es natürlich wieder Videos. Ich gucke mal, ob ich zwischendurch jetzt auch noch mal ein paar Videos, News-Videos vorbereite, die dann während der Urlaubszeit erscheinen. Aber seht es mir nach, ich brauche auch mal eine Pause. Ich bin auch wirklich ganz schön ausgepowert, weil ich halt auch auf der Arbeit relativ viel zu tun habe im Moment. Und das ist ja auch so eine gewisse Art von Doppelbelastung immer. Und ja, insofern, macht's gut. Ich wünsche mir einen schönen Urlaub. Und euch, falls ihr in Urlaub fahrt, natürlich auch. Bis dann. Macht's gut. Ciao.